So, hallo und einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Hören könnt oder schickt mal ein Däumchen vorbei, dass ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Ein paar sind ja schon da, sehe ich. Das ist schön. Ihr könnt gerne auch mal kurz in die Kommentare reinschreiben, ob ihr jetzt ganz neu bei dem Thema dabei seid, ob ihr schon einen Beamer habt und einfach ein bisschen die Grundlagen noch erkennen lernen wollt oder ob ihr schon alte Hasen auf dem Gebiet seid und einfach nichts Besseres heute Abend zu tun habt. Genau, gerne zwischendurch auch immer wieder während dem Livestream mal ein Däumchen oder sowas machen, dann weiß ich auch, der Livestream läuft noch und ich bin nicht abgestürzt. Genau. Ich ergänze einfach oder sage einfach mal kurz, was jetzt heute Abend soweit geplant ist. Also heute Abend machen wir den Inkscape Einsteiger Guide sozusagen oder Einsteigererklärung. Das heißt also die Anfänge vom Inkscape. Also zuerst mal, was für Programme gibt es denn überhaupt? Wenn ihr jetzt also ganz neu bei dem Thema dabei seid, dann werde ich euch kurz das PDF-Klebetool erklären. Dann eben, wie man PDFs aufteilt und in Inkscape einfügt, Teile anordnet und Teile zusammenklebt, Fadenlauf ausrichtet, Linien verstärkt, Kontrollkästchen bzw. Raster hinzufügt, Papierformat anpasst und einen Projektionsrand hinzufügt, das Ganze dann als PDF abspeichert und dann, wie ihr beim PDF nochmal den Zoom einstellt, beziehungsweise wie ihr dort auch noch die Farben ändern könnt, also im Grunde, wenn ihr einen dunklen Stoff habt. Gut, also hören könnt ihr mich schon, das ist wunderbar. Jetzt schaue ich mal kurz durch. So, dann haben wir also einige Anfänger dabei. Das macht gar nichts. Wenn ich euch irgendwas zu schnell erkläre oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne zwischendurch fragen oder schreiben, weil, also ja, ich arbeite jetzt schon seit September mit dem Ganzen. Sprich, für mich ist natürlich vieles selbstverständlich, was vielleicht für euch halt gar nicht selbstverständlich ist. Dann bitte einfach kommentieren. Ich sehe das dann. Es dauert dann immer nur ein paar Sekunden, weil wir ein bisschen zeitliche Verzögerung haben. Und ich versuche dann auf jeden Fall immer auf euer Thema noch einzugehen oder auf eure Fragen. Wie gesagt, wir machen jetzt hier einen Einsteigerkurs. Es gibt noch einen fortgeschrittenen Kurs, den findet ihr, den letzten auf jeden Fall in unserer Gruppe in den Ankündigungen oben drin. Und vielleicht mache ich auch demnächst noch mal einen. Das muss ich immer schauen, wie es mir zeitlich rausgeht. Genau. Dann würde ich jetzt gar nicht lange weiter rumreden, weil das ist ein ganz schön straffes Programm, was wir heute haben. Genau. Dann zuerst einmal, es gibt ja noch bei uns in der Gruppe auch den Guide in den Dateien zu finden oder auch in den Infoguides. Da gibt es also so ein Handout. Ich habe es euch, glaube ich, auch hier noch verlinkt in dem Video, wo das Ganze also nochmal schriftlich zusammengefasst ist. Da steht dann auch drin unter anderem, welche Programme ihr benötigt. Also zuerst mal, um jetzt einen Schnitt zusammenzukleben, gibt es eben unterschiedliche Programme. Einmal gibt es das sogenannte PDF-Klebetool. Das hat eine Programmiererin aus der englischen Gruppe Projectors for Sewing entwickelt und programmiert. Das ist also auch alles immer noch so ein bisschen in der Aufbauphase, wird immer mal wieder angepasst. Und damit kann man eigentlich ganz schnell Schnitte zusammenkleben. Der klare Vorteil ist bei dem PDF-Klebetool, dass bis jetzt, zumindest bei mir, sind alle Ebenen, die ich hatte, auch weiterhin danach vorhanden gewesen. Da muss ich gleich sagen, das ist bei Inkscape definitiv ein Nachteil, weil bei Inkscape die Ebenen nicht vorhanden sind bzw. bleiben.
Das muss ich also gleich vorne wegnehmen. Das ist also ein Nachteil von Inkscape. Ihr müsst nicht mit Inkscape arbeiten. Das ist eben eines der kostenlosen Programme, der sogenannten Vektorprogramme, mit denen ihr sowas bearbeiten könnt. Ein zweites Programm, was auch kostenlos ist, das nennt sich GIMP. Habe ich jetzt persönlich aber noch überhaupt mich nicht mit auseinandergesetzt. Und morgen Abend um dieselbe Zeit zeige ich ungefähr das Gleiche nochmal oder eigentlich genau das Gleiche nochmal im Affinity Designer. Affinity Designer ist auch ein Vektorprogramm, allerdings nicht kostenfrei, sondern das kostet was. Derzeit gibt es aber noch eine 90-tägige Testversion und 50% Rabatt. Das bedeutet also, im Augenblick kostet das Programm weniger wie 30 Euro. Das nur schon mal vorne weggenommen. Wie gesagt, Affinity Designer beschäftigen wir uns morgen mit. Als erstes zeige ich euch jetzt das Klebetool. Die Programme habe ich euch ebenfalls in dem Video hier verlinkt, in der Beschreibung. Da könnt ihr einfach mal drauf gehen und dann entsprechend entweder für Mac oder für Windows herunterladen. Ich muss gleich dazu sagen, ich selber habe einen Windows-PC. Das heißt, wenn ich jetzt euch später irgendwelche Tastenkombinationen oder irgendwas gebe, das gilt halt für Windows, weil ich habe keinen Mac. Ich kenne mich mit Mac nicht aus, und kann da auch leider jetzt nicht so viel Info dazu sagen. Das ist also das Klebetool, das ist die neue Version. Es gibt dort auch ein Video zu meinem YouTube-Kanal, wo ich das Klebetool erkläre. Nicht wundern, das ist noch die alte Version. Sofern mir die Zeit demnächst möglich ist, werde ich da auch nochmal ein neues Video machen. Es ist an sich gleich, nur dass in dem neuen Tool haben wir hier die Sachen in Reitern eingelegt und im alten Tool fehlt zum einen die ebene Version noch. Und da sind eben die beiden Sachen auf einem drauf. Derzeit fehlt hier auch noch die deutsche Übersetzung. Ich habe die schon weitergegeben, nur auch die muss halt erst dann noch wieder einprogrammiert werden. Kommt also auch demnächst noch, weil auch die macht das halt alles so nebenbei, wie bei mir eben auch. Und deswegen dauert einfach manches ein bisschen länger. Sollte euch beim Klebetool irgendwelche Probleme oder Fehler auftauchen, könnt ihr mich gerne auch anschreiben. Ich gebe das dann an die Programmiererin weiter, damit nämlich da auch irgendwelche Sachen vielleicht behoben werden können. So, jetzt habe ich doch wieder sehr viel um den heißen Brei herum geredet. Wir fangen jetzt an. Wir können hier einfach auf PDF-Datei öffnen klicken. Dann suchen wir uns hier unsere Datei aus. Ich wähle jetzt hier erstmal eine ganz einfache Datei. Dann wichtig ist immer Datei speichern als. Als was wollen wir das abspeichern? Wichtig ist da bitte nicht die Originaldatei überschreiben. Das funktioniert nämlich nicht. Und was ich persönlich immer mache, ist erstmal die PDF erstellen. Hier meinen Explorer noch rein. Da hat es mir jetzt hier die PDF erstellt. Und wenn ich die jetzt aufrufe, dann kann ich mir jetzt schon mal angucken, wie er die PDF erstellt hat. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf euer Schnittmuster drauf an. Manche Schnittmuster haben ja einen sogenannten Klebeplan. Und mit dem Klebeplan könnt ihr natürlich oder wisst ihr natürlich genau, welche Positionen wo sind. Und wenn ihr das nicht wisst, müsst ihr euch einfach ein bisschen durchprobieren. Ich sehe jetzt aber hier, dass ich also zwei Spalten habe. Und dann gebe ich hier bei dem zweiten Reiter, hier bei Anzahl der Spalten, gebe ich zwei Spalten an. Spalten sind immer die nebeneinander und Reihen sind immer die untereinander. Wichtig ist, die PDF bitte schließen, dann einfach wieder auf PDF erstellen gehen, weil dann überspeichert er euch die PDF. Wenn die PDF aber im Hintergrund geöffnet ist, kann er die euch natürlich nicht speichern. Und wie ihr jetzt seht, ist die PDF schon wunderbar perfekt zusammengesetzt. Man kann die jetzt noch drehen. Das kann ich hier im Adobe ganz einfach machen mit Anzeige, Ansicht drehen, im Uhrzeigersinn drehen und schon habe ich sie richtig in der richtigen Reihenfolge und kann es auch super lesen. Und wenn es jetzt ein Schnitt wäre, könnte ich das natürlich auch jetzt direkt beamen. So, dann wählen wir einfach mal noch eine zweite Datei aus.
speichere ich mir jetzt einfach meine Testdatei. Und wenn ich mir jetzt die Datei anschaue, dann sehe ich, habe ich hier sogenannte Kleberänder. Das kennt ihr auch oft bei den Schnitten, dass Kleberänder vorhanden sind. Und jetzt ist es eben so, dass es mit den Spalten nicht mehr hinhaut. Der hat jetzt keine zwei Spalten, sondern der hat in dem Fall drei Spalten. Das wähle ich nochmal aus, beziehungsweise nehme hier einfach nochmal schnell die Spalten raus. So würde es eigentlich aussehen. Und was mir jetzt auch auffällt, die Reihenfolge stimmt nicht ganz. Also wenn ich jetzt hier die 1, die 2 und die 3, also ich habe jetzt hier hinten für euch, das ist zu einfach eine Übersicht für euch, die Nummern mir hingeschrieben. Aber wenn ich das jetzt nebeneinander kleben würde, macht ja der Text trotzdem keinen Sinn. Und zwar wäre es jetzt in dem Fall ja die 1, die 3, die 5, die 2, die 4, die 6. Tatsächlich habe ich so einen Schnitt schon gehabt, bei dem das einfach kreuz und quer durcheinander war. Sind dann meistens die Gratisschnitte. Man darf ja nicht meckern. So, wie mache ich das jetzt? Und zwar haben wir jetzt hier eine Seitenauswahloption. Und in dem Fall gebe ich jetzt hier einfach die Seitennummern ein. Das heißt, die 1, die 3, die 5, die 2, die 4 und die 6. Jetzt hoffe ich, dass ich es richtig im Kopf habe. Schauen wir noch mal kurz nach. Okay, grundsätzlich richtig, nur dass ich zuerst mit der 2, 4, 6 und dann mit der 1, 3, 5 anfangen muss. Kein Problem, ändern wir einfach ab. Dann nehmen wir einfach das hier raus und setzen es hier vorne an. Und so macht der Text jetzt schon ein bisschen mehr Sinn. Jetzt haben wir hier noch die Klebekanten. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man so Klebekanten ausmessen kann. Entweder ihr macht das über das PDF. Jetzt öffne ich hier einfach nochmal die Original-PDF. Da gibt es jetzt hier unter Werkzeuge Messen und dann hier Messwerkzeuge ein Tool. Wenn ich jetzt hier auf das vorderste klicke, dann kann ich jetzt hier vom Rand aus bis hier hin messen. Und nochmal klicken und nochmal klicken. Jetzt zoome ich mal hier ein bisschen rein. Und dann, ich hoffe, ihr seht es noch, gibt es jetzt hier eine Größenangabe. Das muss ich jetzt für jeden Rand machen. Das funktioniert aber manchmal immer nicht ganz so gut, weil wir einfach das hier nicht so schön ausmessen können. Die nächste Möglichkeit ist, das in Inkscape auszumessen. Das zeige ich euch dann nachher noch. Und wenn ihr schon einen Beamer daheim habt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch mit dem Beamer ausmessen. Da habe ich mal ein Video dazu gemacht. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar, wenn ihr also einen Beamer habt, projiziert ihr einfach die Datei, müsst natürlich euren entsprechenden Zoom eingeben, den ihr anhand von der Kalibrierungsdatei herausgefunden habt, dann ruft ihr eben die Datei auf, gebt den Zoom ein. Und ich habe jetzt hier einfach ein Blatt Papier drunter gelegt, damit man es besser sieht. Dann natürlich am besten einmal kurz das Testquadrat ausmessen. Und jetzt kann man eben einfach hier von der Klebekante zum Rand hin das Ganze mit dem Lineal ausmessen. Am besten auch immer mal noch zwei, drei Seiten mehr messen, denn, das habe ich eingangs noch nicht erwähnt, bei dem Klebetool geht es derzeit nur, wenn ihr gleiche Ränder auf allen Seiten habt. Wenn also euch die Ränder unterschiedlich sind, funktioniert es im Prinzip im Klebetool nicht ganz. Ihr könnt aber im Klebetool das Ganze vorbereiten und dann später im Inkscape weiter bearbeiten. Das nur so als Tipp. Und wenn ihr dann alle Seiten gemessen habt und eben auch noch die Folgeseiten, zumindest ein oder zwei noch, dann könnt ihr jetzt einfach hier bei dem zweiten Reiter einfach hier unten eure Randbeschneidung eingeben. In dem Fall habe ich natürlich Zentimeter und dann gebe ich jetzt hier ein, in meinem Fall sind es links, rechts, oben 2 cm und unten 3 cm.
Und wenn ich jetzt die PDF erstelle, dann sieht die PDF so aus. Sollte euch jetzt hier bei den Linien zum Beispiel ein bisschen was verschoben sein, ich gebe jetzt einfach mal hier 1,5 ein, dann seht ihr es jetzt schon hier, dann würde es also nicht passen. Dann müsst ihr euch einfach stückchenweise rantasten, dass es dann auch wirklich passt. Funktioniert aber eben nur, wenn die Kleberänder überall gleich sind. So, und weil es so schön ist, machen wir gleich noch eine. Und dann verspreche ich euch auch wirklich, wir gehen rüber zu Inkscape. Nein, die wollen wir schreiben. So, und wenn wir uns jetzt die dritte, Moment, ich lösche einmal kurz alle anderen Angaben, die wir gemacht haben, raus, dass es uns hier nichts verwirrt. So, jetzt rufe ich es nochmal kurz auf. Und was ich jetzt zum Beispiel hier schon ungefähr erkennen kann, okay, wir haben drei Spalten. Dann zur besseren Übersicht gehe ich einfach nochmal raus, mache drei Spalten. So taste ich mich persönlich vor. Ihr könnt es natürlich auch alles dann in einem machen oder mehrere Änderungen. Ich persönlich taste mich halt einfach so ran. So, und in dem Fall sehe ich also 1, 2, 3 passt, aber hier unten die 4, die passt nicht. Die 4 sitzt also hier drüben. Das heißt also in dem Fall, das Schnittmuster ist so aufgebaut, dass wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hier unten noch die Seite 10 haben. Das heißt, wir gehen hier wieder bei der Seitenauswahl rein und geben hier bei der Seitenauswahl an 1 bis 3. Dann setze ich hier rein die Seite 6, die 5, die 4 und dann kommt die 7 bis 10. Und wenn wir sie uns jetzt anschauen, ist sie in der richtigen Reihenfolge. Jetzt gebe ich, damit man es richtig gut sieht, nochmal die Randbeschneidung ein. So, und jetzt haben wir hier unten aber noch so einen Zipfel sitzen. Der gehört ja eigentlich hier in die Mitte. Um das zu bewerkstelligen, lösche ich hier hinten nochmal die 10 weg, setze hier die Seite 9 rein, setze ein Komma, eine 0 für eine Leerseite und setze dann die Seite 10 rein. Wieder auf PDF erstellen. Und jetzt habe ich also den Schnitt perfekt zusammengesetzt. Jetzt wollen wir vielleicht noch einen Rand haben, um das Ganze vielleicht auch gleich projizieren zu können. Dafür ist hier diese zusätzliche Projektionsrand. Da gebe ich jetzt mir zum Beispiel 30 cm rein. Und schon hätte ich jetzt also ein ideales Schnittmuster, das ich im Prinzip projizieren könnte. Kommt natürlich auch immer ein bisschen dann auf die Linien drauf an. Da gibt es jetzt eben hier neu auch die Linienoption. Dafür ist mein Schnittmuster oder das, was ich jetzt hier gerade aufgerufen habe, aber noch fehlerhaft. Das funktioniert damit nicht. Da ist auch jetzt noch nichts übersetzt in Deutsch. Da kann man eben hier auch einzelne Ebenen abwählen. Das werde ich euch dann demnächst in einem eigenen YouTube-Video nochmal zeigen, weil ich das jetzt selber heute auch noch nicht komplett durchgecheckt habe oder durchprobiert habe. Und jetzt würde ich einfach gern mit euch weitergehen in Inkscape, damit wir mit dem eigentlichen Programm des heutigen Abends ja einsteigen können. Das ist eben, also nochmal zu dem Klebetool. Wenn ihr einen Schnitt mit einem Klebetool zusammenkleben könnt, das ist halt die einfachste und schnellste Möglichkeit für euch, einen Schnitt zusammenzukleben. Es gibt in der Gruppe auch unter Dateien eine Datei, nagelt mich jetzt nicht fest, wie sie heißt, irgendwas mit Klebetool und Schnittmuster. Dort sind dann teilweise schon Schnittmuster von anderen Mitgliedern eingetragen worden, die bereits erfolgreich mit dem Klebetool zusammengeklebt haben und auch mit der Angabe der Ränder. Das heißt, diese Schnitte müsstet ihr gar nicht mehr ausmessen. Solltet ihr jetzt also einen Schnitt mit dem Klebetool kleben und der steht noch nicht in der Liste drin, gerne das Formular, das da angehängt ist, ausfüllen, dann wird das automatisch mit hinzugefügt in die Datei und hilft natürlich dann anderen Mitgliedern weiter, das Ganze zu auch nachzubearbeiten oder wie auch immer. Genau. So, dann kommen wir jetzt zu Inkscape. Bei Inkscape
ist, ich sage jetzt mal, ein weiterer Nachteil im Gegensatz zu Affinity. Und zwar, ihr könnt keinen Schnitt einfügen, der mehrere Seiten hat, sondern ihr müsst die Seiten leider einzeln einfügen. Beim Affinity braucht ihr das nämlich nicht machen. Beim Affinity könnt ihr eine Datei komplett rüberschieben. Bei Inkscape geht es leider nicht. Dafür müsst ihr also dann als erstes eure Datei mit diversen Programmen, zum Beispiel dem PDF24, aufteilen. Wenn ihr das PDF24 installiert habt, dann könnt ihr einfach, ich gehe jetzt hier mal auf diesen Hosenschnitt, den Schnitt markieren mit Rechtsklick. Ihr seht es nicht ganz, so weiter runterziehen. Jetzt sollte es sichtbar sein. Und ich habe jetzt hier das PDF24 drin stehen. Sollte es bei euch hier nicht drin stehen, geht auf Öffnen mit. Sollte es hier wiederum nicht drin stehen, geht mal auf andere App auswählen. Bei Mac gibt es, glaube ich, manchmal Probleme mit der Installation. Ihr könnt die PDFs auch direkt auf der Seite bei PDF24 teilen. Da gibt es einfach, wenn ihr weiter runter scrollt, die Option PDF teilen, könnt dort die PDF reinladen und dann entsprechend aufteilen. So, wenn ihr das PDF24 ausgewählt habt, dann öffnet euch hier dieses Tool und dann scrollt ihr einfach weiter runter und geht auf Seitenweise teilen. Er speichert es euch jetzt einfach direkt in den Ordner rein, wo ihr das vorhin auch drin hattet und legt es euch dort als eigenen Ordner an. Das heißt, wir haben jetzt hier den Ordner. Das können wir natürlich auch mit mehreren Dateien gleichzeitig machen. Ich habe jetzt hier einfach die beiden Dateien mal markiert. Mache auch hier wieder Rechtsklick, PDF24. Scroll hier wieder runter und sage seitenweise teilen. Und jetzt legt er mir hier für jede Datei einen eigenen Ordner an. Dann gehe ich in die Datei rein, habe jetzt hier meine Einzelseiten und wähle die jetzt einfach aus und ziehe die hier rüber. Und jetzt ist es ganz oft so, wenn ihr hier schon ein Vorschaufenster habt, was so weiß ist, dann kann es passieren, dass euch gleich das Inkscape abstürzt mit dem Hinweis, interner Fehler, und keine Ahnung, wie es weitergeht. Auf jeden Fall schließt sich das Programm. Ich will das jetzt nicht machen. Ich gehe jetzt hier auf Abbrechen. Muss ich natürlich für jede Datei einzeln machen. Und dann ist es ganz oft so, wie bei vielen beliebt, heißt dann ein Ordner, wo die Schnittmuster drin sind, nähen mit Ä. Und Inkscape mag keine Umlaute. Das heißt, ihr ändert jetzt einfach hier diesen Ordnernamen ab in AE. Gleiches gilt auch für die Dateinamen. Er mag also auch keine Dateinamen, die Umlaute haben. Und wenn ihr das abgeändert habt, dann markiert ihr einfach nochmal eure Datei, zieht sie einfach mit dem Pfeil oder halt mit links rüber, mit der Maus. Und könnt jetzt hier einfach auf OK gehen und er importiert euch diese Seiten. Alternativ geht auch über Datei und Importieren. Da könnt ihr dann auch eure Datei auswählen und importieren, geht aber auch eben wieder nur jede Seite einzeln. Deswegen finde ich dann einfach hier reinzugehen im Explorer, mir die Dateien entsprechend zu markieren und die dann einfach rüberzuziehen und jetzt hier einfach mit OK alles bestätigen und er fügt euch diese Seiten ein. So, damit es schneller geht, habe ich hier einmal schon unsere ganzen Dateien eingefügt. Und oftmals sieht das Ganze ja dann so aus, dass also alles kreuz und quer und durcheinander sieht. Und damit man das jetzt einfach erstmal auseinanderdröselt, markiere ich einfach alles. Also entweder ihr zieht es einfach aus oder ihr wählt hier oben diese zweite Symbol aus oder mit Steuerung und A. Und geht jetzt einfach auf Objekt und hier unten auf Anordnen. Und dann hier einfach auf Anordnen. Und jetzt legt er euch wunderbar alle Seiten separat hin. Beim Importieren, das habe ich vorhin vergessen,
Ich empfehle immer, wenn ihr viele Seiten habt, manche Schnittmuster haben ja, weiß ich nicht, über 40 Seiten oder sowas, bitte macht nicht den Fehler und kopiert alle 40 Seiten auf einmal rein, sondern macht immer bloß entweder ein Fünfer- oder ein Zehner-Paket. Das kommt auch ein bisschen auf eure Rechnungsleistung drauf an, Rechnerleistung drauf an, weil Inkscape wirklich ein Ressourcenfresser ist und bei zu vielen Seiten einfach zu lange braucht. Auch nach dem Importieren, bevor ihr irgendwo weiterarbeitet, speichert bitte die Datei ab, weil sonst kann es euch passieren, dass das abstürzt. Und da muss ich wirklich auch sagen, beim Inkscape speichern, speichern, speichern. Bekommt ihr dann immer ein bisschen mehr Arbeitsspeicher wieder frei. Und für den Fall, dass euch Inkscape abstürzt, ärgert ihr euch nicht, dass ihr jetzt schon ewig und 3 Tage mit dem Ding rumgemacht habt und jetzt ist alle Arbeit wieder umsonst. Das als gut gemeinter Ratschlag. Genau, jetzt können wir uns erstmal unsere Seite an oder unsere Seiten ansortieren. In dem Fall habe ich jetzt hier die 1, die 2, der gehört ganz woanders hin. Die 3, 4, 5 sitzen. Dann haben wir die 2 Schnittteile noch. Wie man sieht, also das sind jetzt wirklich nur von mir so schnell zusammengeschusterte Schnittmuster, dass ich euch einfach was zeigen kann. Weil mit Originalschnitten, das ist ja dann auch immer so eine rechtliche Geschichte. Ich hoffe, ihr seid noch alle dabei und ich bin nicht zu schnell für euch. So, jetzt haben wir also unsere Teile soweit eingefügt in Inkscape und mehr oder weniger angeordnet. Jetzt wollen wir sie natürlich schön aneinanderlegen. Oftmals gibt es ja bei diesen Klebekanten hier so Markierungen und die wollen wir jetzt hier schön aufeinanderlegen. Und da hat Inkscape einen klaren Vorteil, und zwar hat der hier so eine Einrastfunktion. Funktioniert auch manchmal mehr oder weniger gut. Also in dem Fall, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eben rangehe, der schnackelt dann das wirklich so magnetisiert dran. Das funktioniert immer ganz gut. Jetzt hier bei dem Schnitt zum Beispiel. Genau, hier habe ich jetzt zum Beispiel so ein Rechteck. Daran kann ich es entweder ausrichten oder aber wenn ich jetzt solche Markierungen nicht habe, dann nehme ich mir einfach hier irgendwo so eine Ecke von dem Schnittteil und schiebe mir das einfach hier ran und dann sehe ich schon, er rastet ein. Wenn ihr zu weit weg seid, also wenn ich das jetzt von der Entfernung versuche, dann tut er sich natürlich schwer mit dem Einrasten. Da müsst ihr einfach ein bisschen näher ran scrollen und wenn es überhaupt gar nicht funktioniert, dann habt ihr hier rechts die Möglichkeit, einfach mit diesem Button hier das Ganze abzuwählen, dieses Einrasten also auszuschalten und dann stört euch auch diese Einrastfunktion nicht weiter. Genau. So, dann wären jetzt also die Schnittteile hier schon soweit ansortiert und im Prinzip zusammengeklebt. Jetzt fehlt noch hier unten das Schnittteil. Das will ich jetzt aber erstmal, weil, also ich persönlich mache es, so haben wir es auch als unsere Wunschvorstellung für Beamer-Dateien, dass das Ganze im Fadenlauf ausgerichtet ist. Warum ist es für die Beamer-Dateien so wichtig? Und zwar, wir möchten ja, wenn wir zuschneiden, weder den Stoff noch unsere Projektion ständig hin und her drehen. Deswegen, wenn ich so einen Schnitt eh schon im Programm drin habe, dann mache ich so, dass ich mir das natürlich alles gleich im Fadenlauf ausrichte, damit ich also da auch dann hinterher einfach so wenig wie möglich Arbeit damit habe. Zum Fadenlauf ausrichten, in dem Fall ist es ja ganz einfach. Wir müssen es einfach vom Querformat in Hochformat drehen. Das können wir einfach über diese beiden Pfeiltasten hier machen, indem wir jetzt einfach hier auf den linken klicken, dann dreht er uns das Ganze also um 90 Grad. Und jetzt ist es so, dass also hier ja die zwei Teile auf einem Papier sind. Und jetzt
Also, eine Möglichkeit ist, das Ganze einfach jetzt zu duplizieren und unten anzusetzen, macht aber ja wenig Sinn. Die andere Möglichkeit in dem Fall ist, das Ganze gruppiert mit Steuerung, Shift und G oder aber Rechtsklick, Gruppierung aufheben, kann ich das Ganze entgruppieren. Und dann kann ich mir jetzt eben hier einfach den Schnittteil herausnehmen. Da muss man immer aufpassen, wie weit ist was gruppiert oder nicht. In dem Fall ist das also im Augenblick noch ein Objekt, deswegen kann ich es so rausnehmen. Wenn es einzelne Linien sind, bitte nochmal gruppieren oder eben alles markieren, was ihr verschieben wollt. Und jetzt kann ich mir das einfach hier unten ransetzen. Und jetzt hätte ich also dieses Vorderteil einmal schon richtig ansortiert. Kommen wir hier unten kurz zu dieser Hose hier. Bei der Hose ist es so, wenn ich jetzt, da machen wir jetzt auch noch mal kurz den Fadenlauf zuerst, dass wir das Thema abgeschlossen haben mit dem Fadenlauf ausrichten. Und zwar hier ist es jetzt ja so, dass der Fadenlauf hier so schräg verläuft, ja. Das heißt, hier mit dem Pfeiltasten kann ich das nicht machen, weil dann würde es mir einfach das um 90 Grad drehen. Und der Fadenlauf ist nicht richtig ausgerichtet. Jetzt kann ich das natürlich einfach selber drehen, indem ich jetzt hier nochmal draufklicke. Dann ändern sich hier diese Pfeile. Und dann kann ich jetzt natürlich hier das einfach so drehen. Aber manchmal gibt es ja so ein bisschen optische Täuschung. Weiß ich jetzt wirklich, ob diese Linie hundertprozentig gerade ist? Dafür gibt es einen ganz einfachen Trick, und zwar habt ihr sogenannte Hilfslinien. Diese könnt ihr euch einfach aus dem Lineal herausziehen. Diese, ups, wenn ihr im Lineal seid, diese Linie gibt es einmal oben und diese Linie gibt es auch einmal, na, auf der Seite. Da haben wir sie. Das ist also hier so eine rote Linie. Und die kann ich mir jetzt zum Beispiel einfach hier unten anpositionieren an der Ecke. Ich zoome mal ein bisschen weiter rein. Jetzt markiere ich mir wieder das Objekt, klicke nochmal drauf, dass sich also diese Pfeiltasten ändern. Dann erscheint hier in der Mitte von dem Objekt so ein Fadenkreuz. Das ziehe ich mir jetzt hier unten an diese Ecke. Und jetzt kann ich also einfach dieses Objekt drehen. Und der Drehpunkt ist jetzt hier unten an dieser Position. Und jetzt drehe ich das so lange, bis wirklich die Linie exakt auf der anderen ist. Je nach Schnittteil gibt es auch hier eine Einrastfunktion, die aber manchmal nicht so gut funktioniert. Also da komme ich auch öfters in die Versuchung, das Ganze hier mit der Einrastfunktion auszuschalten. Jetzt machen wir das Ganze noch mit dem zweiten Teil. Auch hier habe ich jetzt einfach, also ihr könnt entweder die Hilfslinie verschieben oder eben das Objekt entsprechend an dieser Linie ausrichten. Wählt hier wieder das Fadenkreuz, legt das hier oben an den Punkt und jetzt könnt ihr einfach den Schnitt hier ran. Und jetzt seht ihr schon, jetzt hat er hier nämlich so einen komischen Einrastpunkt. Keine Ahnung woher. Einrastfunktion deaktivieren und jetzt kann ich das manuell schön einrasten, ausrichten natürlich. Aktiviere mir die Einrastfunktion für später wieder und schon ist das Ganze erledigt. Und jetzt haben wir die zwei Schnittteile schön parallel ausgerichtet. Und es gibt einfach manche Schnitte, da ist es so kreuz und quer, weil natürlich oftmals diese Dateien aus den A0-Dateien oder wenn ihr eine A0-Datei habt oder, wenn ihr das natürlich ausschneidet auf Papier, dann interessiert es ja nicht, wie die Schnitte angeordnet sind. Die Schnitte sind dort natürlich so platzsparend wie möglich angeordnet. Und da interessiert dann der Fadenlauf nicht, weil man den ja selber auf dem Papier ausrichten kann. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt wollen wir diesen Schnitt zusammensetzen an den da oben. Wenn ich den jetzt hier ranschiebe, dann ja, verschwindet der andere Schnitt. Das sind diese Schnitte, die ihr meistens nicht entgruppieren könnt, bei denen ihr meistens die Linienstärke nicht ändern könnt. Weil diese Schnitte eine Bilddatei sind. Da ist es auch so, dass ihr später, wenn ihr entsprechend die Linien dicker machen möchtet oder so, das Ganze nachzeichnen solltet. Das ist heute eigentlich nicht Punkt im Ablauf, aber wenn hinterher noch Zeit ist und ihr Lust habt, kann ich euch das gerne im Nachgang auch nochmal erklären.
wie man also einen Schnitt nachzeichnet. Wie könnt ihr jetzt das trotzdem bearbeiten, dass ihr es sehen könnt auf einer Projektion? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, und zwar indem ihr hier unten, da stehen jetzt hier 100% drin, ihr könnt aber jetzt hier zum Beispiel 80% eingeben. Und jetzt seht ihr hier schon, dann wird der Schnitt etwas durchsichtig oder der Hintergrund etwas durchsichtig. Und dann könnte man jetzt das Ganze hier anpositionieren. Ja. Allerdings ist halt das relativ schlecht zu sehen. Man kann jetzt auch hier versuchen, das noch mit 50% zu machen, aber eben dann wird halt hier diese Linien werden halt auch relativ schwach. Wenn ihr den Schnitt eh nachzeichnet, hilft es trotzdem, den Schnitt anzupositionieren. Und wenn ihr es nachzeichnet, dann ist es erstmal egal, weil am PC seht ihr es ja trotzdem. Eine andere Möglichkeit ist jetzt, wenn ihr aber sagt, nee, ihr möchtet es versuchen, direkt zu beamen, dass ihr hier oben diesen Rand wegschneidet. Dafür legt ihr euch ein Rechteck an, indem ihr hier einfach auf Rechteck klickt. Zieht das dann entsprechend hier auf. Jetzt für euch mal kurz ein bisschen Ruhe. Ihr das besser seht, so positioniere ich mir das ein bisschen hier an. Wichtig ist jetzt allerdings wieder auf weiß zu wechseln, damit ich hinterher nicht einen rosa Schnitt habe. Und jetzt müsst ihr dieses Objekt und euer angelegtes Rechteck markieren. Das heißt, ich ziehe jetzt ein etwas größeres Rechteck auf und sehe jetzt anhand der blau gestrichelten Linie, dass ich also beide Objekte markiert habe. Mache einen Rechtsklick und wähle dann hier Ausschneidemaske setzen. Und jetzt schwuppdiwupp hat er mir die obere Maske einfach weggeschnitten. Wenn ich den jetzt aber hier ranschieben möchte, dann verschwindet vielleicht immer noch der Schnitt. Das kann dann daran liegen, weil der PC im Augenblick meint, das Blatt liegt über dem Blatt. Dann gibt es hier diese Funktionen, wo ihr hier auswählen könnt, wo soll das Blatt liegen. In dem Fall soll es bitte an oberster Stelle liegen, damit ich also das Blatt einfach über das andere Blatt drüber schieben kann. Und jetzt hätte ich also diesen Schnitt hier auch zusammengesetzt. So funktioniert das also, wenn ihr Grafikschnitte habt, die zusammengeklebt werden sollen. Gibt es denn dazu gerade Fragen? Oder seid ihr alle schon mit rauchenden Köpfen? Ich hoffe mal, ich bin noch online. Super. Ich habe jetzt nur kurz gecheckt, ob ich noch online bin. Es war jetzt gerade zu ruhig in dem Chat. Gut. Wenn ihr alle dabei seid, dann haben wir zumindest schon Punkt 7 abgehakt. Wir sind zur Hälfte durch. Wie schön. Gut. Dann gehen wir zum nächsten Punkt über. Linien verstärken bzw. umfärben. Bei dem Schnitt hier unten, wie gerade erwähnt, könnten wir jetzt überhaupt nichts an den Linien machen. Entschuldigung, ganz kurz. Hast du was vor? Also die Programme, wo ich jetzt heute hier vorstelle, diesen PDF-Klebetool Inkscape, das habe ich alles in dem Live-Video eigentlich in der Beschreibung verlinkt.
Genau. So, Linienverstärkung. Also bei dem einen Schnitt können wir nichts bearbeiten. Da müssen wir eben erst den Schnitt noch nachzeichnen. Das würde ich mit dem Anhang, wenn Interesse besteht, noch zeigen. Bei dem Schnitt jetzt hier, da können wir die Linien verstärken. Dafür am besten aber vorher einmal die Gruppierungen aufheben. Da markieren wir uns jetzt einfach hier einmal diese Dateien. Und jetzt, wie gesagt, entweder mit Rechtsklick hier Gruppierung aufheben oder aber eben einfach mit Steuerung Shift und G könnt ihr das genauso machen. Und zwar so lange, bis ihr also wirklich hier diese einzelnen bunten Linien seht. Scrollen noch ein bisschen rein. Hier, ich hoffe, man kann es erkennen. Dann habt ihr eben diese, dann habt ihr eben hier diese einzelnen Linien. Dann kann man natürlich auch schon anfangen, hier diesen Kauderwelsch außenrum einfach zu entfernen. Den brauchen wir ja dann im Prinzip nicht mehr. Das stört uns ja dann einfach. Ups, da war jetzt zum Beispiel Steuerung Z noch rückgängig machen. Mir das jetzt hier nicht mehr. Seht ihr, das hatte ich jetzt auch noch nie. Ah, da ist es wieder. Okay, Grafikfehler. also wie gesagt, manchmal gibt es auch bei mir Sachen, wo jetzt auch noch nie waren. In dem Fall hier zum Beispiel ist es jetzt so, dass jetzt hier zum Beispiel die Zahl noch mit dem Text gruppiert ist. Dann muss ich also da nochmal die Gruppierung auflösen und entferne einfach das Einzelne nochmal weg. Und jetzt hätte ich also allen diesen Kauderwelsch außenrum entfernt. Jetzt kann ich mir hier diese einzelnen Linien markieren. Oder aber ich markiere es mir jetzt einfach einmal gesamt. Er markiert mir jetzt den Text mit, aber das stört einfach gar nicht. Und hier unten habt ihr jetzt die Möglichkeit bei der Kontur und bei der Füllung. Hier dran stehen jetzt diese Punkte. Entschuldigung, steht 0,333. Wenn ich jetzt da einmal einen Rechtsklick drauf mache, kann ich hier einmal meine Maßeinheit auswählen und entsprechend, wie dick möchte ich es haben. Ich selber mache es jetzt meistens entweder so 4 Punkt dick oder aber 1 Millimeter. Das ist wirklich bei den meisten Beamern sehr gut zu sehen. Und jetzt seht ihr also schon, hier haben wir jetzt entsprechend die Linien einfach dick. Ich mache es jetzt einmal noch kurz rückgängig, dann seht ihr nochmal den Vergleich zu vorher. So sah es also vorher aus und so sieht es jetzt mit 1 Millimeter Stärke aus. Also man sieht hier am PC schon, das ist deutlich besser zu sehen. Zum Umfärben könnt ihr natürlich hier auch euch entsprechend die Linien markieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt, weiß ich nicht, alles in Giftgrün haben oder alles in Schwarz haben, dann mit der Shift-Taste gedrückt halten und wenn wir jetzt, machen es jetzt einfach mal auf Rot, klicken wir mal hier Rot an und jetzt färbt er uns alles, was wir markiert haben, in Rot. Wichtig ist dabei die Shift-Taste gedrückt haben, weil wenn ihr das ohne Taste gedrückt habt, markiert, dann macht er euch nämlich keine Kontur, sondern dann macht er euch eine Füllung. Genau. Ja, Simone, gern immer, wenn irgendwelche Fragen sind, das macht ja nichts, wenn du später reingekommen bist, gerne fragen. Man kann auch zum Schluss das Video wieder von vorne anschauen. Bleibt auf jeden Fall drin. So. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt einzelne Konturen ändern, weil jetzt zum Beispiel hier diese mittlere Farbe von der 116 ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen. Dann könnt ihr einfach mit der Steuerung und Shift-Taste diese drei Linien oder was markieren und könnt jetzt hier eben einfach sagen, wir nehmen jetzt hier dieses Blau und da eben Shift-Taste drücken. Das Blau auswählen und jetzt habt ihr das alles in Blau. Wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt vielleicht nicht alles in einer durchgehenden Linie, sondern ihr möchtet das gerne in
gestrichelter Form oder sowas haben. Dann geht ihr hier auf Objekt und Füllung und Kontur oder ihr klickt einfach hier unten rein. Dann geht euch das Kästchen auf. Da steht jetzt natürlich nichts drin, weil wir nichts markiert haben. Jetzt markiere ich hier einfach mal eine Größe. Hier könnt ihr eben auch entweder die Füllung, die Farbe der Kontur oder die Muster der Kontur eingeben. Auch die Breite der Kontur könnt ihr hier nochmal eingeben. Hier habt ihr verschiedene Strichvarianten, die ihr auswählen könnt. Und da könnt ihr eben alles entsprechend auswählen und bearbeiten. Genau. So. Badum, bam, bam. Dann kommen wir jetzt eigentlich schon zu dem Punkt Kontrollkästchen hinzufügen. Bei den meisten Schnitten sollten ja irgendwo Kontrollkästchen da sein. Da, das habe ich eingangs vergessen. Wenn ihr ein Kontrollkästchen habt, bitte kontrolliert immer die Größe vom Kontrollkästchen im Inkscape nach, ob das auch stimmt. Ich selber habe jetzt tatsächlich noch nicht den Fehler gehabt, dass es nicht gestimmt hat, nur ich habe es halt einfach immer einmal kurz nachkontrolliert, damit ich auch sicher sein konnte, okay, das passt auch wirklich. Wenn jetzt tatsächlich kein Kontrollkästchen da ist, frage ich mich manchmal immer, okay, wie prüft man denn einen Ausdruck überhaupt nach? Es gibt wohl ganz wenige, wo kein Kontrollkästchen da ist. Dann müsstet ihr halt vielleicht auch selber eins anlegen. Oder aber, ich habe viele Schnitte, da ist ein Kontrollkästchen 2 cm groß. Das ist mir persönlich einfach zu klein für den Beamer, um es wirklich nachzukontrollieren. Ich habe ganz gern immer ein größeres Kontrollkästchen, so 10 x 10 cm. Oder 5 x 5 cm finde ich schon immer sehr gut, wenn das so groß ist. Aber 10 mal 10 ist für mich so mein Richtwert. Dann geht ihr einfach hier links auf Rechteck und Quadrat erstellen. Schwarz haben die Kontur. Und natürlich auch hier ein Zentimeter. Ach so. Das sieht jetzt bloß so dünn aus, weil wir jetzt hier die Sichtbarkeit auf 50% hatten. Das stellen wir wieder auf 100. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, okay, wie bekomme ich denn jetzt hier, dass es 10 cm sind? Und zwar bei mir, ich habe hinterlegt, dass ich automatisch Millimeter hier drin habe. Ihr könnt es aber hier einfach auswählen, welche Größe ihr haben möchtet. Und dann könnt ihr jetzt einfach hier bei der Breite 10 und bei der Höhe auch 10 cm eingeben. Und jetzt hat also euer Kontrollkästchen 10 cm. Dass wir das später auch noch wissen, können wir natürlich hier links auf dem A auch einfach noch eine Beschriftung reinsetzen. Die können wir uns auch noch ein bisschen größer ziehen. Und dann markiere ich mir beides mit Steuerung G. Gruppiere ich mir das beides und schon habe ich also mir jetzt selber hier ein Testquadrat angelegt, was ich einfach gut beamen und auch ja, nachprüfen kann. Genau. So, dann als nächstes, ich mache jetzt den Teil hier weg, das ist eher was für den fortgeschrittenen Kurs. Den Hosenteil hier unten, den kann ich mir natürlich auch einmal gruppieren, dass das also als ein Objekt ist. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet das Ganze nicht im Stoffbruch zuschneiden, ihr möchtet das Ganze einlagig, nenne ich es immer, zuschneiden, dann geht es auch ganz einfach, indem ihr das einfach markiert. Mit Steuerung D könnt ihr das Ganze duplizieren. Dann wählt ihr hier oben einfach die Pfeiltasten aus zum Spiegeln und könnt es jetzt auch hier einfach dann aneinandersetzen. Und schon habt ihr das hier ohne Bruch und könnt es dann entsprechend auch ohne Bruch zuschneiden. Finde ich zum Beispiel sehr praktisch, wenn ihr jetzt irgendeinen Musterstoff habt oder ein Panel habt oder eben irgendwie so. Also ich habe früher viel
doppellagig zugeschnitten, seitdem ich den Beamer habe, tatsächlich fast gar nicht mehr, weil ich wesentlich mehr Zeit dafür brauche, den Stoff exakt schön auszurichten, dass er auch gut doppellagig liegt. Da bin ich wesentlich schneller, den einlagig hinzulegen, den Schnitt drauf auszurichten, auch gerade was dann den Verschnitt angeht und den einfach zweimal auszuschneiden. Ist Ansichtssache, ist Geschmackssache. Gerade bei dickeren Stoffen möchte ich aber auch nochmal erwähnen. Also, ich sage jetzt mal, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, ein Fellimitatstoff oder sowas habt, dann bedenkt bitte tatsächlich, der kann ja dann schon mal einen Zentimeter oder 2 Zentimeter aufragen, also sprich über eurer Zuschneidematte liegen. Eventuell müsst ihr den Zoom anpassen, weil natürlich durch diese 2 Zentimeter euer Schnitt kleiner wird. Das bitte nur mal bedenken. Wir hatten nämlich letztens, habe ich auch am Anfang nie dran gedacht, wir hatten jemanden, der hat letztens Schaumstoff zugeschnitten, der natürlich schon noch mal ein paar Zentimeter mehr hatte und war dann hinterher verwundert, warum der Schnitt nicht gepasst hat. Logisch. Da haben wir natürlich einen geringeren Abstand und dadurch verändert sich der Zoom von eurer Datei. Deswegen sage ich persönlich halt immer, ich mache es nur noch einlagig. Und wirklich bei dickeren Stoffen, da gucke ich dann einfach nochmal mit der Zoom-Anpassung, ob das auch wirklich passt. Gut, dann können wir natürlich unseren Schnitt noch ein bisschen schöner positionieren, sage ich jetzt mal. Ein bisschen platzsparender nennen wir es jetzt mal. Wäre ja jetzt auch noch nicht endgültig komplett so bearbeitet. Aber jetzt sagen wir mal, das passt so. Wir haben alles gemacht, was wir wollen. Dann können wir jetzt als erstes noch unsere Seite anpassen, denn am Anfang spielt hier diese Grundseite, die Inkscape uns anlegt, gar keine Rolle. Zum ganzen Bearbeiten spielt es überhaupt keine Rolle. Aber zum Abspeichern ist es wichtig, denn alles, was außerhalb dieser Projektionsfläche, Entschuldigung, außerhalb dieser Blattseite ist, wird nicht mit abgespeichert. Da gehen wir jetzt einfach auf Datei. Dokumenteneinstellungen und hier braucht uns die Seitengröße gar nicht interessieren, weil der Vorteil vom Beamer ist, wir sind überhaupt nicht seitengebunden, sondern ich selber gehe dann einfach hier unten auf Ändern der Seitengröße auf Inhalt, wähle jetzt auch hier wieder meine Zentimeter aus und sage, ich möchte jetzt gerne einen Projektionsrand von 30 cm haben oder auch von 50. Da reicht es übrigens einfach, wenn ihr hier eine 50 eingibt, hier dieses Schloss betätigt, dann werden überall die 50 eingegeben. Dann geht ihr einfach auf Seitengröße, auf Zeichnungsauswahlgröße anwenden. Und wenn ich jetzt ein bisschen weiter rauszoome, dann sehe ich also schon, hier ist die Seite also wunderbar eingegeben, wunderbar angelegt. Alle Objekte sind innerhalb der Größe. Ich mache es jetzt trotzdem nochmal auf 30, dass es nicht ganz so riesig ist. Dieser Projektionsrand hängt übrigens von eurer Projektionsgröße ab. Ich habe eine Projektionsfläche von A1, also relativ klein. Deswegen reichen mir 30 cm. Wenn ihr einen größeren Rand habt, dann bietet es sich vielleicht auch an. Entschuldigung, wenn ihr eine größere Fläche habt, dann bietet es sich eventuell auch an, einen größeren Rand anzulegen. Das vereinfacht euch einfach das Verschieben eurer Teile. Das heißt, dann müsst ihr weniger den Stoff verschieben, sondern könnt besser die Projektion hin und her schieben. Das ist aber einfach nur eine Sache vom Handling oder wie ihr das besser möchtet oder empfindet. Wenn ihr das Ganze jetzt gemacht habt, dann auf Datei, Speichern unter oder Kopie speichern unter. Und wählt hier jetzt einfach aus als PDF. Dann hier wähle ich jetzt immer aus Seitengröße des Dokuments verwenden. Man kann natürlich auch hier sagen Größe des exportierten Objekts und dann hier einen entsprechenden Rand hinzugeben. Habe ich selber aber schon immer mal wieder Probleme mit gehabt. Deswegen empfehle ich es euch einfach so zu machen. Und wenn wir jetzt hier unsere Datei mal aufrufen, dann wäre das jetzt also unsere PDF-Datei, die wir entsprechend beamen können. Ich zeige euch aber jetzt noch kurz eine Rasterebene.
Weil auch das ist halt so ein Ding, was jetzt sich einfach für mich persönlich ein bisschen rausgearbeitet hat. Wie soll ich sagen, ich prüfe auch nicht mehr nur mit dem Testquadrat nach, sondern ich mache das meistens mit einem Raster. Allerdings macht Raster nur Sinn, wenn ihr das als Ebene machen könnt und dann auch Ebenen abspeichert. Das ist aber so, dass das eigentlich erst im fortgeschrittenen Kurs gezeigt wird, weil dann einfach noch ein zusätzliches Programm mit den Ebenen benötigt wird. Wenn es euch nicht stört, diese zusätzlichen Linien, könnt ihr das natürlich auch alles in einer Datei machen. Dafür könnt ihr dann einfach, um jetzt diese Rasterebene anzulegen oder dieses Rastergitter anzulegen, auf Erweiterungen gehen, auf Rendern, Gitter und dann hier auf Gitter. Und jetzt braucht ihr natürlich hier noch die Größe und die Größe könnt ihr allerdings nur im PX-Wert angeben. Warum auch immer, fragt mich bitte nicht. Ist einfach so. Und da wählt ihr jetzt einfach euer Testquadrat aus oder halt, je nachdem, ich empfehle, ein Quadrat anzulegen in der Größe, die ihr haben möchtet. Ich möchte jetzt mein Raster 10 mal 10 cm haben. Dann wähle ich eben hier dieses Testquadrat aus, das wir vorhin angelegt haben. Gehe hier auf PX-Wert, kopiere mir diesen Wert mit Steuerung C, gehe hier in mein Gitter rein, gebe bei dem horizontalen Abstand mit Steuerung V meinen Abstand ein, beim vertikalen Abstand ebenso. Dann gehe ich auf Anwenden. Nochmal machen. Wichtig ist dabei, da darf nichts mehr im Hintergrund markiert sein, sonst legt das nämlich nicht richtig an. Jetzt haben wir es hier. Das setzen wir uns hier in die Ecke. Dann speichere ich das Ganze nochmal kurz als PDF ab. Und wenn ich jetzt hier die Tastdatei aufrufe, dann habe ich jetzt also hier mein Gitter im Hintergrund. Warum nehme ich jetzt persönlich immer 10 mal 10 cm? Und zwar, es gibt ja die unterschiedlichsten Schneidematten. Die Schneidematten haben teilweise entweder 2 mal 2 cm oder 1 mal 1 cm. Und ich habe halt festgestellt, dass die meisten Matten aber bei 10 mal 10 cm eine dickere Linie haben. Also relativ gut sichtbar ist. Und deswegen mache ich mittlerweile in 10x10 Raster, weil da habe ich dann wirklich relativ schnell im Blick, passt meine Kalibrierung noch oder nicht. Zur Kalibrierung grundsätzlich ist zu sagen, klar, am Anfang die allererste Kalibrierung ist immer die aufwendigste. Ich empfehle tatsächlich mittlerweile jedes Mal, bevor ihr zuschneidet, einmal kurz die Kalibrierung aufzulegen, um zu gucken, passt noch alles. Denn ich selber habe zum Beispiel mal festgestellt, bei mir hat sich ein Update gemacht vom Adobe. Ich habe das aber nicht wirklich mitbekommen. Und ich hatte auf einmal wirklich ein paar Prozente, wo sich der Zoom verändert hat. Also da wäre ich sauber auf die Nase gefallen. Wäre natürlich mit dem Testquadrat schon auch aufgefallen. Aber ich habe zum Beispiel letztens festgestellt, wenn ich bei mir auf eine Ecke meine Nähmaschine hinstelle, verzieht es mir die Kalibrierung. Das hätte ich jetzt mit einem Testquadrat nicht festgestellt. Weil das tatsächlich nur in der rechten unteren Ecke bei mir sich verzieht, weil dort der Tisch etwas abgesenkt wird. Und da hat mir halt das Gitter geholfen, weil ich dann sofort gesehen habe, okay, da passt irgendwas nicht. Nähmaschine runter vom Tisch, Tisch war wieder gerade, konnte ich also dann super zuschneiden. Oder auch jemand hatte dann gesagt, ja, er hat ein Erdbeben gehabt und hat dann, dadurch hat sich der Beamer verstellt. Das Testquadrat ist gleich geblieben, weil in der Ecke sich das nicht so merklich verstellt hat. Aber im Gesamten war halt die Kalibrierung verschoben. Deswegen kann ich euch nur den Rat geben, nehmt die 2 Minuten Zeit, wenn ihr kein Gitter in der Datei habt, legt euch schnell die Kalibrierung auf. Wenn ihr ein Gitter in der Datei habt, macht das damit. Es erspart euch definitiv hinterher Ärger, weil hinterher heißt dann, oh, hätte ich das vorher gewusst. Genau.
So, dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum letzten Punkt. Zoom einstellen. Könnt ihr einfach hier machen, indem ihr hier den Zoom eingebt. Wenn ihr im Vollbildmodus seid, könnt ihr mit Steuerung Y hier so ein Fenster einstellen, in dem ihr auch nochmal den Zoom anpassen könnt. Und jetzt zeige ich euch noch kurz diese Farbänderung. Wenn ihr also jetzt einen hellen Stoff habt, dann ist das ja so immer ganz ideal. Wenn ihr jetzt aber einen dunklen Stoff habt, dann ist es vielleicht manchmal nicht gut sichtbar. Dann einfach hier auf Bearbeiten gehen und Einstellungen. Und dann hier unter Barrierefreiheit könnt ihr hier diesen Haken Dokumentenfarben ersetzen. Und wichtig ist dann, dass der Haken hier draußen ist bei den Punkten, nur Farben von schwarzem Text oder Vektorgrafiken ändern. Und wenn ihr jetzt auf OK geht, dann ändert euch das jetzt alles ab. Und wie ihr jetzt hier schon erkennen könnt, die Farben sind zum Beispiel bis auf das Rot sehr schlecht zu sehen. Das wäre jetzt ein Grund, wo ihr dann vielleicht im Vorfeld in Inkscape die Farbe einfach nochmal in eine andere Farbe ändert, damit sie hinterher auch besser zu sehen ist. Am besten ist natürlich in dem Fall eine schwarze Farbe, weil dann ändert es das auf weiß und das ist natürlich am besten zu sehen. Zum Zurückändern geht ihr einfach wieder in die Einstellungen rein und nehmt den Haken wieder heraus. So, gibt es denn noch Fragen, Wünsche, Anträge? Ich denke, die Köpfe rauchen ganz ordentlich. Warte mal noch einen Moment, ihr habt immer ein bisschen zeitliche Verzögerung. Ihr dürft gerne was schreiben. Ich fresse keinen auf. Ich habe vorhin gut noch was Brotzeit gemacht. Und es darf gerne alles gefragt werden, auch wenn ihr denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist bestimmt eine Frage, die weiß ich nicht, schon 100 Mal. Ich beantworte sie auch gerne zum 111.000. Mal. Das ist gar kein Thema. Ich sage immer, es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Antworten. Also auch wenn ihr denkt, oh, das ist keine Frage, ihr könnt gerne alles fragen, also gar kein Thema. Dafür bin ich da, so heute Abend zumindest. Und morgen dann für Affinity. Kurz hier mein Wasservorrat wieder auf. Kann es sein, dass Inkscape so viel Rechenkapazität braucht, dass es sehr stockend läuft, beziehungsweise kaum auf einem MacBook? MacBook, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus, aber ja, Inkscape braucht brutal viel Rechenkapazität. Also, das ist leider so. Ich habe mal gehört, GIMP, also das ist eben auch ein anderes Programm, kostenlos, braucht wohl weniger. Kenne ich mich jetzt noch nicht mit aus, habe ich mich auch noch nicht mit auseinandergesetzt. Aber da wäre eventuell wirklich Affinity Designer ratsam. Wie gesagt, ich mache morgen Abend auf jeden Fall den Affinity Designer, sprich eigentlich genau den gleichen Ablauf. Ihr könnt dann morgen auch selber mal sehen, was für Unterschiede es sind. Ich persönlich arbeite tatsächlich mit beiden Programmen zusammen. Das ist für mich persönlich jetzt so die beste Möglichkeit. Schaut euch gerne morgen das andere noch an. Und genau, dann selber entscheiden. Aber Inkscape, ja, ist ein Rechenfresser. Definitiv. So, für mich ist es immer schwierig, die Schrift der Teile auf der Projektion zu lesen. Gibt es Möglichkeiten, die Schrift im Schnittmuster zu vergrößern? Ja.
wenn sich der Schnitt bearbeiten lässt. Und zwar, wenn wir jetzt also einen Schnitt haben, so wie diese Hose hier vorhin, da kann ich keine Schrift bearbeiten. Da kann ich es nur so machen, dass ich die Schrift nachschreibe. Das heißt, ich gehe hier einfach aufs A und gebe mir die Schrift ein und ziehe die entsprechend groß. Wenn ich jetzt sowas habe wie jetzt hier, ja, die kann ich mir einfach markieren und großziehen. So grundsätzlich empfehle ich auch immer, wenn wir jetzt Schriften machen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Doppelklick reingehe und alles markiere, wir haben hier die Punktangabe, ja, dann gebe ich zum Beispiel hier oftmals rein 35 Punkt. Nicht richtig gemacht. So mal. Ja, das macht er jetzt bei der Schrift wieder nicht so ganz richtig. Aber also so ungefähr 35 Punkt ist so das, was wir festgestellt haben. Das lässt sich meistens sehr gut lesen. Es ist auch tatsächlich so, dass ja die Schrift nicht im Schnittmuster drin sein muss, sondern dadurch, dass wir ja keinen Rand wegschneiden, können wir natürlich solche Sachen auch außerhalb vom Schnitt positionieren. Genau. Ich gehe einfach mal nach und nach die Fragen durch. Wenn ihr also Fragen habt, könnt ihr das gerne schreiben. Gibt es eine Möglichkeit, bei einem Schnitt nur eine Farbe auszuwählen, denn wenn er noch nicht zusammengesetzt ist? Also wenn die Umrandung statt aus einem Schnittteil zum Beispiel aus 50 besteht. Ja, gibt es in Inkscape schon. Allerdings muss ich gleich dazu sagen, wenn ihr jetzt einen Schnitt habt, wo wie jetzt zum Beispiel bei dem Ärmel, mehrere Linien die gleiche Farbe haben, dann funktioniert es nur insofern, dass ihr natürlich alle Farben markiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, ich möchte jetzt hier diese Blau haben, dann könnt ihr jetzt hier einfach mit dem Rechtsklick draufgehen. Runter machen, dass ihr das auch seht, genau. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, sagen, das gleiche auswählen und in dem Fall die Konturfarbe. Und jetzt sieht man das hier schon. Da hat er mir also hier das Blau markiert, hier das Blau markiert, da unten das Blau markiert und hier drüben das Blau markiert. Ja? Dann könnte man eine neue Ebene anlegen. Das zeige ich mal kurz. Hier auf Ebene gehen und dann hier einfach eine Ebene hinzufügen auf das Plus. Ist jetzt Ebene 2. Und dann können wir jetzt hier, wenn wir das also nochmal machen, auswählen, das gleiche auswählen, Konturfarbe, nochmal Rechtsklick drauf, sagen Verschieben zu Ebene 2, verschieben. Jetzt blende ich die Ebene 1 aus und schwuppsdiwupps, da habe ich jetzt alle blauen Linien vorhanden. Wenn ihr, wie gesagt, jetzt mehrere Linien habt mit Blau, also mehrere Größen, was weiß ich, die 40 ist in Blau und die 48 ist auch in Blau, dann hättet ihr jetzt natürlich die Größe 40 und die Größe 48. Allerdings habt ihr dann eben aber immerhin schon mal nur zwei Größen und nicht alle 10 Größen oder was auch immer. Genau. So, wo kann man das alles nachlesen, wenn ich ausprobieren will und hänge? Bei uns in der Gruppe, in den Infoguides, beziehungsweise auch in den Dateien, gibt es den Guide dazu, das Handout. Jetzt muss ich nur gerade selber schauen, wie ich den benannt habe. Momentchen. Und zwar ist es das Handout. Was denn? Ohne Moment, doch. Das haben wir gleich. Hat es mir jemand gelöscht? Auch gar nicht. Nennt sich also in den Dateien Inkscape Einsteiger Guide V2. Habe ich aber, glaube ich, in der Beschreibung von diesem Video hier auch markiert den Link. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sollte der markiert sein. Genau. So, Infinity ist die Kaufversion mit welchen Vorteilen? Also es gibt ja von Infinity Designer die Testversion, die 90 Tage. Ich selber habe tatsächlich die Testversion nur 10 Tage gehabt und habe mir dann sofort die Vollversion gekauft.
Ich kann jetzt gar nicht sagen, wo da genau die Unterschiede sind, zumal auch seitdem, wo ich das hatte, ein Update gegeben hat. Aber wie gesagt, ich zeige morgen auf jeden Fall den Affinity Designer. 90 Tage Testversion ist zurzeit, also normalerweise sind es 30 Tage, derzeit bieten sie es wohl mit 90 Tagen an, zumindest vor einer Woche, wo ich noch geguckt habe. Also man kann es auf jeden Fall selber mal testen. Und auf YouTube gibt es auch schon sämtliche Erklärvideos mit diesen Einzelparts. Und falls ihr dann irgendeine Option nicht machen könnt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass das vielleicht nur in der Kaufversion möglich ist. So. Ich habe schon mit Inkscape gearbeitet, dann ist für mich alles klar, was du zeigst, aber fürchterlich, was ich alles vergessen habe. Ah, das ist ja schön, wenn ich dann mal was auffrischen konnte. genau, kann ich auch erst die Datei im Klebetool bearbeiten und dann im Inkscape einfügen und weiter bearbeiten mit den Ebenen? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel eine Datei im Klebetool eben sich nicht richtig zusammenkleben lässt, wie ich es ganz zu Eingangs gezeigt hatte, weil die Kleberänder unterschiedlich sind, dann könnt ihr das ganz einfach so machen. Dann habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr zum Beispiel PDF 24, also dieses Aufteilen in Einzelseiten, gar nicht machen müsst, sondern ihr klebt euch die Datei im Vorfeld zusammen als Großformatdatei. Gebt dann einfach diese Klebekanten beschneiden, da gebt ihr einfach nichts ein. Und dann könnt ihr diese Großformatdatei wiederum bei Inkscape einfügen. Gegebenenfalls müsst ihr dann bloß einmal die Gruppierung auflösen und dann könnt ihr das alles schön aneinandersetzen. Also das empfehle ich auch öfters. Dann habt ihr natürlich auch im Inkscape dieses mit dem Anordnen eben nicht und eben diese Einzelseiten einfügen nicht. Allerdings, je nach Größe des Schnittmusters, kann es natürlich bei Inkscape dieses Einfügen etwas länger dauern. Hab dann bitte Geduld, wenn da dran steht, keine Rückmeldung oder sowas. Je nach Rechnerleistung kann das etwas dauern. Ich selber habe jetzt hier einen relativ guten Rechner, weil ich, also was heißt Rechner? Ich habe einen Laptop, aber weil es ein Gaming-Laptop ist, hat der relativ guten Arbeitsspeicher. Da haben wir damals drauf geachtet. Da wusste ich noch nichts von Beamer. Und daher habe ich selber tatsächlich relativ wenig Probleme damit. Aber ich krieg von euch immer oder von anderen Mitgliedern die Rückmeldung, dass also da doch öfters mal Probleme auftreten. Kann ich jetzt eben auch einfach nur sagen, Affinity Designer braucht wesentlich weniger Ressourcen. Genau. So, noch Fragen, Wünsche, Anträge? Soll ich noch irgendwas zeigen? Liegt euch noch etwas auf dem Herzen? Ansonsten, wer jetzt sagt, nein, danke, mir explodiert der Kopf, oder guckt sich später nochmal an. Wenn es euch gefallen hat, ich habe auch in der Beschreibung ein PayPal-Konto verlinkt. Also würde mich freuen, wenn da vielleicht der eine oder andere Lust hat, mir einen kleinen Beitrag rüberkommen zu lassen. Genau, ich kann euch auch nur meinen YouTube-Kanal nochmal ans Herz legen. Dort sind auch für Inkscape die ganzen Punkte in der Playlist drin, in Einzelvideos, Schritt für Schritt erklärt. Die könnt ihr also diese Playlist einfach im Prinzip nacheinander abarbeiten, in Anführungsstrichen. Genau. Bin überrascht, also entweder habe ich heute schneller geredet wie sonst, oder wir sind heute echt schnell durchgekommen irgendwie. Also so mit dem Grundthema. Ach ja, was mir noch einfällt, sind immer wieder die Punkte, die mir danach immer einfallen. Wenn ihr einen Schnitt einfügt, also eigentlich nur eine Seite oder so, und habt dann auf einmal den kompletten Schnitt dort liegen, dann nicht wundern. Das kann tatsächlich so sein. Das kommt immer darauf an, wie die Designer das Ganze abspeichern.
Wenn das der Fall ist, dann nicht gleich sagen, ach super, ich habe den ganzen Schnitt und lass den Rest links liegen, sondern oftmals ist es leider dann so, dass auf den anderen Seiten die Beschriftungen hinterlegt sind. Da müsst ihr dann einfach gucken, dass ihr auch die Beschriftungen alle mit rübernehmt. Wir hatten ganz am Anfang, ich öffne jetzt einfach noch mal kurz hier meine Grundlage. Ich das noch mal kurz, wenn das mir jetzt macht. Auch mich ärgert das Programm manchmal. Ich zeige es euch gleich. So, jetzt müsst ihr das auch sehen. Genau. Ich hatte ja hier zum Beispiel am Anfang die Seite 1 und die Seite 2. Ich lege die jetzt hier gerade nochmal nebeneinander. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, eigentlich ist es ja genau das gleiche Objekt, die übereinander sind. Und jetzt kann man auch beigehen und sagen, okay, ich lege jetzt nicht hier die Linien übereinander, sondern ich nehme jetzt hier nur den Text und kopiere den rüber. Das heißt, ich löse jetzt hier einfach die Gruppierung auf von dieser Seite 2. Nehme jetzt nur hier den Text, ziehe mir den Text hier rüber und kann dann die Seite 2 einfach löschen. Und habe dann alles auf der Seite 1. Ja? Das kommt immer drauf an. Das kann man auch nicht beeinflussen. Ihr könnt dann nur versuchen, das mit dem Klebetool eben zu machen. Entschuldigung, Schluck auf. Ihr könnt es eben nur im Klebetool dann versuchen zu machen, dass ihr es dort zusammenklebt. Inwieweit das aber dann hinterher wirklich gut kommt, das hängt wirklich vom Schnitt drauf an. Genau. Genau, also im Anschluss ist es auf jeden Fall nochmal von vorne anschaubar oder auch in der Gruppe ist es auf jeden Fall dann in den Ankündigungen noch verlinkt. Genau, mein Mann im Hintergrund hat gerade noch den Kopf, der sagt mir, wirft mir gerade noch was in den Raum. Und zwar, wenn ihr eine PDF speichert, das empfehle ich vielleicht auch nochmal ganz zum Anfang, das zu machen, bevor ihr alle Bearbeitung vornehmt und euch dann ärgert. Wenn ihr die PDF abspeichert und dann aufruft und alles ist schwarz, dann hat die Datei einen Kopierschutz. Ja, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen, weil Kopierschutz ist da ja rechtliche Geschichte. Da dürfen wir einfach nicht viel zu sagen, weil es dann einfach rechtlich nicht erlaubt ist. Genau. So, noch Fragen, Wünsche, Anträge. Soll ich noch irgendwas zeigen? Zum Beispiel was nachzeichnen oder was euch gerade noch brennend interessiert? Fragen kommen auch natürlich erst meistens, wenn man es selber dann macht und tut. Auch da jederzeit gerne in die Gruppe reinschreiben. Wichtig bitte. Ohne groß irgendwelche Bildgeschichten, weil auch da haben wir natürlich rechtlich das Problem. Teilweise sind nicht mal Teile von dem Schnitt als Foto gestattet zu teilen und wir können es halt einfach als Admins nicht nachprüfen, wo es jetzt erlaubt und wo nicht. Von daher bitte teilt da einfach keine Bilder. Wenn es jetzt ganz spezielle Fragen sind, ihr könnt auch gerne mal hin und wieder mich anschreiben. Also ich hoffe jetzt nicht, dass ich morgen früh aufstehe und 100 Nachrichten bekomme. Aber wenn auch manchmal so Anfragen sind oder spezielle Fragen sind, ihr könnt mich anschreiben. Habt dann auch Verständnis, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit am Handy sitze. Auch ich habe natürlich noch Kinder und Familie und Haushalt und ähnliches. Aber ich versuche dann immer zeitnah euch zu helfen. Genau.
Ja, Simone, der hat das jetzt mittlerweile schon öfters miterlebt. Mittlerweile weiß er schon, was ich immer so manchmal vielleicht noch sagen sollte. Genau. So, noch bin ich da, noch kann ich was sagen, schreiben, tun, machen, helfen. Keiner muss sich schämen, was zu fragen. Jeder darf mal loslegen. Ja, Katrin, ich bin gespannt, wie es morgen wird. Morgen ist tatsächlich das erste Mal, dass ich Affinity mache. Aber gut, ich habe jetzt schon ein bisschen mit Affinity gearbeitet. Von daher glaube ich, wird das morgen schon was werden. Könnte ein bisschen holprig sein. Aber genau, ich dachte jetzt einfach, für euch ist es besser, wenn er wirklich mal 2 Abende hintereinander, weil an einem Abend wäre das einfach viel zu viel. Da wären wir wahrscheinlich dann bis 11 gewesen. Und ich hatte früher tatsächlich den Inkscape in einem Kurs, also wirklich von Anfang bis Ende. Das waren aber dann 3 Stunden. Und ich habe halt festgestellt, so nach der Hälfte der Zeit war wirklich bei vielen einfach so, okay, ich kann nicht mehr. Und dann bringt es euch nichts und mir bringt es nichts, wenn ich dann zum Schluss nur noch mit 3 Leuten da sitze. Deswegen haben wir das eben jetzt auch ein bisschen aufgeteilt. Und den Fortgeschrittenen mache ich jetzt aber tatsächlich nicht ganz so oft, weil es gibt diese YouTube-Videos ja, die es im kleinsten Detail auch nochmal erklären. Und wenn einzelne Fragen sind, dann kann man die ja so auch klären. Genau. Ja, Simone, also ich kann, also gerade für die Einsteiger unter euch, hier auf dieser Blogseite, wo jetzt der Livestream auch stattfindet, also wenn ihr über die Gruppe geht, ihr könnt da auch auf die Blogseite klicken. Hab ja da auch schon ein paar Livestreams vom Zuschneiden gezeigt. Da kommen also immer mal wieder Zuschneide-Livestreams. Und also jetzt gerade im Speziellen für Kinder ist halt, wenn man auch Beamer-Schnitte hat mit Ebenen oder sich selber vorbereitet hat mit Ebenen. Es ist halt bei mir war es wirklich so, wenn ich zugeschnitten habe früher mit Papier, war das okay. Dieses Wochenende schneide ich zu, habe mir wirklich 20 verschiedene Schnittmuster rausgeholt, vorbereitet, aber jedes Schnittmuster nur in einer Größe. Weil ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Ich war immer so jemand Papiersparen, sprich, ich habe meine 10, 15 Größen, die es halt von dem Schnittmuster gab, auf Papier und habe dann diese Schneid-Falltechnik angewendet, also sprich jede Größe abklepsen. Und da hatte man keine Lust mehr, eine andere Größe auszuwählen. Also ich nicht. Und jetzt mit dem Beamer ist es halt wirklich so, ach, das will ich jetzt, habe ich noch genügend Stoff, nähe ich in der nächsten Größe oder nähe ich für den Junior noch was raus. Ja, 2 Klicks und schon habe ich eine andere Ebene und eine andere Größe. Und auch für mich persönlich, ich habe vorher halt fast nie was für mich genäht, weil ich immer dann vor den Schnittmustern saß und dachte so, boah, für einen Schnitt 40 Seiten Papier drucken. Ne. Und jetzt, also ich glaube, ich habe so viele Schnitte jetzt auch für mich schon tatsächlich gekauft, weil, also wenn ich kaufe, kaufe ich tatsächlich nur noch Beamer-Schnitte. Oder ist es wirklich so ein Schnäppchen und ich sage, boah, der Schnitt ist Bombe, aber ist zumindest in einer Null mit Ebenen. Aber also auch viele haben ja so, okay, ich habe zwar nur eine kleine Projektionsfläche, da möchte ich für mich selber nichts nähen. Also ich mache es mit A1. Wie gesagt, A1 ist ja jetzt wirklich nicht groß. Und ich habe für mich jetzt halt schon Hosen, einen Bademantel und weiß ich nicht was, schon alles genäht, was ich vorher nie gemacht habe. Und für mich persönlich, das ist immer persönliche Sache, ich nähe wesentlich mehr.
weil mir auch das Zuschneiden wesentlich mehr Spaß macht. Und vorher war das für mich immer echt eine Überwindung. Ich hätte zwar Bock gehabt aufs Nähen, aber nie aufs Zuschneiden. Und jetzt war es teilweise schon so, ich habe Bock aufs Zuschneiden, aber nicht mehr aufs Nähen. Und also auch jetzt, wo ich meine Ordner mal ausgeräumt habe, es waren halt, also ich habe meine Sachen alle so in Kallax-Regale, die kennt man ja so. Ich habe halt drei Fächer mehr für Stoffe. Also eigentlich. Allerdings bleiben da tatsächlich die Stoffe gar nicht mehr so lange drin, weil die tatsächlich wesentlich schneller zugeschnitten werden. Also es ist so, ja, okay. Deswegen spendet gern, ich brauche wieder Geld für neue Stoffe. Nein, Spaß. Also was halt auch bei mir definitiv der Ausschlag war, oder also am Anfang. Ich bin im August dazugekommen, da war die Gruppe, ich weiß nicht, wie viele Leute wir hatten, irgendwas so um die 100, das war noch nicht wirklich groß. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, da hatte ich mal wieder so eine Druckaktion gemacht und mein Mann hat mir dann mal erörtert, du weißt frei schon, dass eine Patrone von unserem Laserdrucker 100 € kostet. Wir brauchen vier. Und genau zu dem Zeitpunkt bin ich auf diese Gruppe gestoßen und mein Mann dann gleich so, okay. Was für ein Beamer gibt es da? Was kann man da? Und dann haben wir geguckt. Ich selber habe jetzt tatsächlich einen BenQ 430. Der hat damals 80 € gekostet. Wir hatten geschwankt zwischen dem 430 und dem 470. Wir hatten damals nicht die tollen Angebote. Die gab es damals von Amazon noch nicht, wo es den BenQ oftmals jetzt für 110 € gibt. Der kam erst 2, 3 Monate später, kam diese Angebotswelle. Und auf jeden Fall habe ich halt gesagt, hey, mit einer Druckerpatrone ist bei mir der Beamer schon finanziert. Und wir sind jetzt tatsächlich, weil der Drucker auch tatsächlich jetzt langsam ausgedient hat und jetzt wird er fast nur noch für, weiß ich nicht, mal ein paar Fotos oder so verwendet, aber wir sind jetzt dran überlegen, kann man nicht einen günstigeren Drucker anschaffen, weil er jetzt nicht mehr so gebraucht wird. Wie man sieht, ich bin halt einfach überzeugt davon. Es muss jeder für sich selber entscheiden, ob es das Richtige ist. Ja, ich gebe zu, am Anfang, bis das Ding montiert ist und richtig kalibriert ist und bis man den richtigen Beamer gefunden hat für sich, ist es echt ein Einstieg in die Materie. Wir haben versucht, es mittlerweile für euch so einfach wie möglich zu machen. Mit den Infoguides, mit den entsprechenden Guides für den Beamer und fürs Kalibrieren und so weiter. Also wir sind da wirklich dran, es für euch so einfach wie möglich zu machen. Aber es ist leider nicht so einfach wie Schuhe kaufen, wo ich in den Laden gehe, ich sage Schuhgröße 40 und perfekt passt. Es geht einfach auf ein paar Sachen, wo man gucken muss. Aber wie gesagt, deswegen hoffen wir, dass die Guides weiterhelfen. Wenn irgendwo was unklar ist, schreibt bitte gerne. Auch wenn wir irgendwo noch was verbessern können, gebt uns Rückmeldung, weil nur wenn wir von euch Rückmeldung bekommen, können wir natürlich auch irgendwo uns verbessern. Und genau. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Kleidungsstück genäht, weil ich keine Lust hatte, 50 Seiten oder mehr zu drucken und dann noch zu kleben. Jetzt mit Beamer will ich endlich anfangen. Ja, also kann ich nur bestätigen. Für die Kinder war das immer noch so, ja, okay, für die Kids. Wir haben zwei, dann rentiert sich das. Aber für mich selber war es halt wirklich so, nee, mache ich nicht, mache ich nicht. Und jetzt ist es wirklich so, okay, cool. Gerade so Mutter-Tochter-Outfits. Mag man ja auch immer geteilter Meinung sein. Aber gerade das ist halt so was, was ich vorher nie gemacht habe. Und jetzt mache ich halt, gucke ich ständig, oh, gibt es vielleicht so Kombi-Sachen und so. Also auch jetzt, was habe ich mir letztens erst wieder gekauft? Ja, wirklich ein Kleidschnitt oder auch ein Mantelschnitt. Ich habe noch nie einen Mantel für mich genäht. Und jetzt mit dem Beamer bin ich tatsächlich davon übergegangen. Also jetzt habe ich für meine Tochter schon angefangen, die Unterwäsche zu nähen, ja. Ich will für mich die Unterwäsche nähen. Also wirklich tutti completti von unten angefangen bis oben hin. Will ich jetzt wirklich da auch ein bisschen versuchen, mehr dazu überzugehen, so diese Eigenproduktion. Und ja, einfach auch was Individuelles, weil ja, irgendwo, ach, ich weiß auch nicht.
Es macht halt einfach mehr Spaß mittlerweile. Und wenn man dann halt gerade die Tochter auch in den Kindergarten gibt und halt nicht das 10. Kind mit dem gleichen Pulli rumrennt, weil es halt gerade wieder von den namhaften Discountern irgendwo irgendwelche Angebote gab und jeder den gleichen, weiß ich nicht, Ramsch-Klamotten oder was auch immer kauft. Ramsch ist es ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und von daher, wenn man halt dann jetzt ab und zu schon das Kind in den Kindergarten geschickt hat und dann gleich schon kommt, oh, wo hast denn das her und so. Und ich finde, also ich persönlich bin dann schon ein bisschen stolz, wenn ich dann sagen kann, ja, gibt's halt nicht von der Stange, ne? Das stimmt mich sehr positiv. Wofür haben wir denn die Technik? Und den Beamer kann man auch super benutzen, um Bilder an die Wand zu malen. Definitiv, Simone. Und nicht nur dafür. Also, ich habe jetzt tatsächlich als allererstes, das war so das Genialste. Ich montiere meinen Beamer zum Nähen und was mache ich als erstes? Stoffmalfarben rauskramen und meiner kleinen, großen in Anführungsstrichen auf die Unterwäsche erstmal lustige Motive draufmalen, weil Mama hat natürlich nur einfarbige Unterwäsche gekauft und wir waren da in der ersten Lockdown-Zeit gerade im Umstellen von wir brauchen ja keine Windeln mehr. Ja, und dann aber Mama, die sehen ja langweilig aus. Also was macht Muttern? Sucht sich ein paar nette Bildchen aus dem Internet mit Katze, Hund und was weiß ich nicht, Stoffmalfarben in die Hand genommen und erstmal schön auf die Schlüppis vorne Kindermotive draufgemalt. Tochter war hellauf begeistert und die hat die Dinger tatsächlich angezogen und wir waren innerhalb von 2 Wochen von dem Thema, tagsüber brauchen wir keine Windel mehr. Ein oder andere Unfall sei gnädig, aber ne, so grundsätzlich die Grundsatzdiskussion war schon mal weg. Kuchen dekorieren habe ich letztens gesehen, machen viele. Englische Gruppe ist da total hin und weg. Ihr wollt irgendwie einen besonderen Kindergeburtstag haben und wollt da, was weiß ich nicht, für Motive drauf haben, was es da halt alles gibt. Projiziert auf euren Kuchen das Ganze, macht eure Sprühsahne, eure Buttercreme in der entsprechenden Farbe und ihr macht euch einfach da die Tupfen drauf oder was auch immer. Also, da gibt es so viele Möglichkeiten mit dem Beamer tatsächlich. Eben an die Wand, also wobei an die Wand macht das, bevor ihr den montiert und kalibriert habt. Oder holt euch einen zweiten. Also, bei mir, der Beamer ist das Heiligtum, der darf nicht angefasst werden. Weil ich, ja, da bin ich sehr. Kalibrierung. Deswegen gibt es ja, also, wenn ihr es gelesen habt, ich habe jetzt seit kurzem einen Ultra-Kurzdistanz-Beamer, der soll in Anführungsstrichen als mobiler Beamer zur Verfügung stehen. Den habe ich auch noch nicht eingerichtet und kalibriert, weil bei dem ist es tatsächlich so, den will ich ein bisschen mobiler einfach haben. Aber also, je nachdem, was ihr für einen Beamer habt, jetzt zum Beispiel bei mir, damals haben wir gesagt, für 80 €, ja, den nehmen wir dann im Sommer als Outdoor-Kino. Und dann hat mein Mann den eingerichtet und hat gesagt, weißt du was, für 80 € kaufe ich noch einen zweiten und der bleibt da hängen, so wie er ist. Ach ja, es war sehr lustig. ja, Katrin, also bei der Kalibrierung ist es halt wirklich wichtig, Wasserwaage in die Hand zu nehmen. Alles wirklich zu gucken, dass es arg in Waage ist. Wenn du keine entsprechend große Schneidematte hast, es gibt eine druckbare Kalibrierungsdatei. Ich selber habe es mir jetzt für meinen Ultra-Kurzdistanz-Beamer tatsächlich auf A0, das war mein erster A0-Plot, habe ich mir bestellt, weil ich hatte es versucht zusammenzukleben. Also nicht, dass die von mir erstellte Datei schlecht war, sondern einfach, weil man da doch sehr, sehr genau schneiden und kleben muss, dass die Kalibrierungsdatei auch sauber ist. Und das hat mich so angekekst, dass ich gesagt habe, nein, ich bestelle die als Plot. Genau. Aber also man muss ein bisschen durchhalten und wenn es gar nicht funktionieren will, wirklich mal eine Nacht drüber schlafen, nicht reinsteigern, sondern wirklich lieber dann mal das ganze Ding ausschalten, eine Nacht drüber schlafen und meistens geht es am nächsten Tag dann
einfach so schwuppdiwupp, wo man sich fragt, warum habe ich gestern da 5 Stunden rumgedoktert? Die erste Kalibrierung, ich gebe es zu, ist immer schwierig. Auch da nochmal der Tipp, ich habe es auch in meinen anderen Videos schon erwähnt, versucht immer an den äußersten Linien vom Messen anzufangen. Viele machen den Fehler, die messen innen drin. Das steht auch, glaube ich, noch falsch in unserem Guide drin. Den müssen wir auch nochmal überarbeiten. Viele machen es so, dass die erst den 2x2 cm anfangen und dann nach außen hin versuchen, bitte fangt außen an. Und wichtig ist halt, je nachdem, was ihr für einen Beamer habt, das Bildschirmformat, das Beamerformat, wenn ihr also dort 16 zu 9 habt, müsst ihr auch bei eurem PC 16 zu 9 drin haben. Weil ansonsten habt ihr automatisch dort schon einfach keine Quadrate, sondern Rechtecke oder wie auch immer man das sehen will. Genau. Katrin, bei dem ja, Nähen für Ältere, also ich habe da auch schon Unterschiedliches gehört. Man muss nur an den richtigen Stoff kommen, dann lassen sich wohl Ältere schon auch mal was benähen. Aber natürlich ist da nicht jeder gleich. Also noch, meine Tochter ist 3 und der Junior ist 1 Jahr. Also die haben da noch nicht viel Wahl. Wobei jetzt die Dreijährige schon anfängt, also die zieht sich selber an. Aber dann bin ich schon auch immer stolz, dass im Augenblick dann doch eher entweder die selbstgestrickten Pullis von meiner Oma, also sprich von der Uroma, rausgezogen werden oder tatsächlich die selbstgenähten Sachen von mir. Da bin ich dann schon immer sehr stolz drauf. Ja, genau, Antje. Also es gibt ja manche, die sagen dann tatsächlich, hey, nehmen wir mal was. Oder wenn es halt, es gibt ja einfach auch manche Stoffe, wo man sonst keine Bekleidung rausbekommen, also wo man sonst nichts kaufen kann. Und das sind dann manchmal so die Sachen, da ziehen sie. Ja, Astrid, das ist aber doch auch schön, wenn täglich irgendwelche Wünsche auch von den Männern kommen. Nehmen wir mal was, wenn es natürlich überhand nimmt. Man dann nur noch. Genau. Ja, gute Nacht, Verena. Genau. Dann haben wir jetzt noch eine nette Plauderrunde gemacht. Wenn jetzt sonst keine Fragen mehr sind, keine Wünsche, keine Anträge, dann würde ich es für heute Abend belassen. Dann sehen wir uns vielleicht oder lesen wir uns vielleicht morgen Abend wieder. Zum Affinity Designer bin ich schon gespannt, wie das morgen Abend wird. Und vor allem, was ihr vielleicht dann auch hinterher sagt, welches Programm euch eher zusagt. Dadurch, dass es eben die Testversion beim Affinity Designer gibt, könnt ihr natürlich auch beides erstmal antesten. Gerade vielleicht für die, die schon ein bisschen länger dabei sind und Inkscape schon kennen, aber diverse Speicherprobleme haben mit Inkscape vom Volumen. Vielleicht ist es dann auch mal, wo man sagt, okay, man probiert gerne mal ein anderes Programm aus. Genau, jetzt will ich aber nicht weiter um den heißen Brei herumreden oder zu viel wegnehmen für morgen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch, eine gute Nacht. Genau. Und bis morgen.